Hallihallo, ihr Lieben. Schön, dass ihr wieder reingeklickt habt. Auch heute habe ich wieder ein schönes Mediabook für euch auf dem Tisch liegen, das seit dem 25. November 2022 im Handel erhältlich ist, und zwar im Vertrieb der Wicked Vision Distribution GmbH. Ja, es ist schon eine ganze Zeit lang im Handel, aber dadurch wird weder der Film noch das Mediabook schlechter. Ich weiß, ja, ihr werdet wahrscheinlich schon ein paar Unboxings gesehen haben, aber das ist ja unter Umständen auch schon ein paar Monate her. Ich möchte euch den noch mal in die Erinnerung zurückrufen. So, es geht um Basil Dierdens britischen Film Ein Mann jagt sich selbst, beziehungsweise The Man Who Hunted Himself. Haunted? 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 Erschreckte? Hat sich erschreckt? Nein, er haunted. Hä? Haunted? Hunted? Hunted? Ah, ich weiß es nicht. Also Ein Mann jagt sich selbst mit James Bond in der Hauptrolle. Also Roger Moore. So, gedreht wurde der Film 1970 in Großbritannien, und es handelt sich, wie man unschwer erkennen kann, um einen Thriller. So, erschienen ist der Film in drei verschiedenen Mediabook-Versionen. Als da hätten wir einmal hier Cover A auf dem Tisch liegen, dann gibt es auch noch Cover B, das ich persönlich farblich sehr, sehr ansprechend finde. Das gefällt mir richtig gut. Und dann haben wir noch hier Cover C. Ja, also das gefällt mir persönlich gar nicht, ist aber alles Geschmackssache. Cover A, was bei mir auf dem Tisch liegt, finde ich persönlich auch ziemlich geil. Und ja, das habe ich jetzt halt auch in der Sammlung. Der Film selber, den kenne ich nur vom Namen her, gesehen habe ich ihn noch nicht. Und ja, ich habe hier meinen Zahnstocher. Das ist nicht, es ist kein Messer. So, sagen wir es so. Ja, versuch mal Jason, obwohl ich glaube, Jason würde auch mit einem Zahnstocher die Leute kalt machen. Aber naja, gut. Ich habe jetzt einen Zahnstocher. Das Gute ist, dann kommt auch nichts ans Produkt dran. So. Ja, das ist noch ein älteres Mediabook von Wicked. Damals waren die ja noch Hochglanz. Ja, mittlerweile sind die ja matt, was ich persönlich schöner finde, ist aber Geschmackssache. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr lieber Hochglanz-Mediabooks oder lieber matte Mediabooks habt. Schreibt mir auch gerne in die Kommentare, welches Mediabook, also welche Version davon euch am besten gefällt, welche Cover-Variante. Und schreibt mir auch gerne in die Kommentare, ob ihr diesen Film kennt und warum ihr Roger Moore als schlechtesten James Bond empfindet. Nein, Quatsch, das ist das, auch das. Es gibt ja viele Leute, für die ist Roger Moore ja James Bond himself. Ich persönlich mag ihn nicht, aber gut, nur als James Bond, als Roger Moore mag ich schon. Ich rede hier viel zu viel. Wir schauen uns einfach mal das Vorlageblatt an. Da stehen hier 2-Disc Limited Collector's Edition Nummer 61. Dann haben wir hier vorne halt Roger Moore mit Schnäuzer. Und hier sehen wir auch, es handelt sich um eine deutsche HD-Premiere. Roger Moore in seiner besten Rolle. Ich bin gespannt. Mit 3 Synchronfassungen und umfangreichem Bonusmaterial erstmals auf Blu-ray in Deutschland. Also, es gab wohl mehrere Synchronfassungen von dem Film, und die sind alle hier drauf. Das ist so etwas, das macht Wicked Vision wirklich einzigartig. Ich finde das großartig, wenn es mehrere Synchronfassungen gibt oder mehrere Schnittfassungen oder was auch immer. Wicked Vision besorgt's uns. So, Forever Physical auf der Rückseite. Ja, haben wir noch ein bisschen Werbung für andere Titel von Wicked Vision. Albträume habe ich auch ausgepackt. Hier The Wind ausgepackt. Slaughter liegt ebenfalls auf dem Tisch, und Hexenjäger habe ich auch ausgepackt. Also alles geile Filme. Ja, Wicked Vision rules. Sagen wir es jetzt einfach mal so, wie es ist. Ja, auf dem Frontcover haben wir das gleiche Bild, was auch auf der Vorlagekarte ist. Allerdings ohne die ganzen Aufdrucke, ohne die ganze Werbung und natürlich ohne das FSK-Siegel. Also wirklich nur den Titel und ja, Roger Moore. Auf dem Spine haben wir den englischen Titel stehen, The Man Who Hunted Himself. Das macht Wicked Vision auch seit einiger Zeit, dass die halt die Filme in verschiedene Mediabooks rausbringen, und auf dem Spine steht dann entweder der deutsche Titel oder aber der Originaltitel. Auch das finde ich eigentlich einen ziemlich geilen Fanservice, weil es gibt ja Leute, die stellen sich das gerne im Original hin, beziehungsweise ja, die gucken den auch auf Englisch und kennen den englischen Titel, also der, wie auch immer. Ich finde es auf jeden Fall ziemlich cool, dass die das anbieten. So, dann haben wir oben das Glubschauge von Wicked Vision, mein absolutes Lieblingsfirmenlogo. Unten haben wir den Hinweis, dass es sich um eine Blu-ray handelt, wobei es ist, wie ihr hier seht, eine Blu-ray und DVD-Kombi-Packung. Das heißt, wenn ihr diesen Film jetzt in dieser Qualität und in dieser Version haben möchtet, aber ihr habt gar keinen Blu-ray-Player zu Hause, dann macht das überhaupt nichts, weil
Hier ist auch die DVD mit drin. Auch das finde ich persönlich ziemlich gut. So, dann haben wir hier oben eine Inhaltsangabe, hier ein paar Bilder aus dem Film, hier die Credits, hier die Produktspezifikationen und hier das vorne schon angekündigte Bonusmaterial. Da haben wir auch wieder einiges mit dabei, unter anderem hier ein Booklet, hier ein Booklet mit Texten von Dr. Rolf Giesen. Finde ich auch ziemlich geil. Audiokommentar haben wir mit dabei, Dokumentation haben wir mit dabei, also alles, was das Herz begehrt. So, und jetzt schauen wir uns das Ganze mal von innen an. Da haben wir vorne die Blu-ray drin liegen. Die schaut übrigens fast so aus wie Cover-Variante C. Also das Bild ist das gleiche, aber halt hier ist noch ein bisschen verfremdet. Hätte man jetzt das genommen, so mit den Farben, hätte ich das sogar cooler gefunden. Aber naja, ist ja auch wurscht. Wir haben ja diese Version hier. Ja, oder hier. Hier hinten liegt dann die DVD drin. Auch die ist farblich ein bisschen verfremdet. Das Bild ist das gleiche. Finde ich auch schön. Ja, auf jeden Fall, obwohl das hier kommt schon eher dran. Ja, an Cover-Variante C. Da ist auch nicht so stark verfremdet. So, dann haben wir hier auch noch einen farbigen Innendruck. Vorne Roger Moore und hinten Roger Moore. Das passt. Er spielt ja eine Doppelrolle, soweit ich das im Blick habe. Und das ist also nicht der gleiche. Ja, deswegen ist er ja auch zweimal drauf. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf den Film. Ich habe nämlich viel Gutes darüber gelesen. So, das Booklet ist hier noch direkt mit dem Mediabook verarbeitet. Geht also ineinander über, was ich auch ziemlich geil finde. Wobei, wie sie es mittlerweile machen, dass es reingeklebt wird, finde ich auch nicht schlecht. So, hier ist auch keine Bewegung oder so gut wie keine Bewegung. Und hier seht ihr auch schon das Problem, dass diese Hochglanz Mediabooks haben. Man hat sofort Fingerabdrücke drauf. Hier hat man ein bisschen Bewegung, aber ein bisschen Bewegung muss ja sein, sonst bricht das Ding auseinander. Ja, so. Und jetzt schauen wir uns mal das Booklet an. Außen, ja, die Außenhülle sehr, sehr dick und da haben wir es nämlich auch schon. Man kann es zwar öffnen, aber also ich muss sagen, das gefällt mir jetzt bei den neuen Mediabooks besser. Qualitativ ist das hier natürlich auch nicht schlecht. Ja, kann man absolut nicht sagen. Schönes, dickes Papier. Die Schrift angenehm zu lesen, schön groß. Hier oben ein paar Bilder aus dem Film. Gut, brauche ich jetzt persönlich nicht. Noch ein Bild aus dem Film. Ich sage das ja immer wieder. Also ich brauche keine Bilder aus dem Film, finde ich persönlich überflüssig, weil wenn ich den Film habe, muss ich nicht im Booklet noch Bilder haben. Da wären mir Behind-the-Scenes-Bilder wesentlich lieber oder was weiß ich, irgendwie hier so Kinoplakate oder sowas, aber wer weiß, kommt bestimmt noch. So, und hier sehen wir auch, ja, damals, das war gebunden, ja, und ja, mittlerweile ist es, ich weiß es jetzt nicht genau, ich meine, es wäre mittlerweile getackert und dann reingeklebt, aber ich will mich da jetzt auch gar nicht festlegen. Ich könnte natürlich aufstehen, rübergehen und gucken, aber wir bewerten jetzt ja gerade dieses Produkt und wollen nicht den Vergleich zu anderen Mediabooks anstreben. Ja, das ist ja eigentlich nicht das Ziel. Ich will euch ja nur zeigen, was ihr hier bekommt. So. Und bekommen könnt ihr das Teil übrigens noch, ist nämlich noch erhältlich, ne? Deswegen, also es macht jetzt keinen Sinn, euch hier was zu zeigen, was schon seit 8 Monaten auf dem Markt ist oder 9. Ich weiß nicht, wann ich das Video hochlade. Wenn ihr es nicht mehr bekommt, aber ihr bekommt es noch. Also ja, geht auf Wicked Vision, auf die Seite von Wicked Vision und da findet ihr dieses Mediabook. So, übrigens, ja, den Link dazu findet ihr auch unten in der Infobox. Also einfach folgen und gut ist. So, und hier haben wir jetzt nochmal die Cover-Variante A von Giles, von Giles, ne? Ihr lest es selbst. So, aus dem Jahr 2022, die kam hier zum Einsatz und hier haben wir jetzt auch noch die anderen beiden Cover-Varianten, nämlich B, das ist das italienische Artwork von 1970 und hier haben wir noch Cover-Variante C, das ist das deutsche Kinoplakat von 1980, ja, ich habe es mir fast gedacht, dass das das Kinoplakat ist. Ist ja auch schön, ja. Und Leute, die den Film damals im Kino gesehen haben, stellen sich den wahrscheinlich lieber so hin. Aber ich weiß nicht, das hier hat mehr Power. Aber ja, meine Meinung, ne? Eure Meinung, wie gesagt, würde mich dahingehend auch sehr interessieren. Und dann sind wir auch schon durch. 32-seitiges Mediabook, das ist schon ordentlich was. Gut verarbeitet, gar keine Frage. Und wie gesagt, noch erhältlich. Schaut einfach rein und schlagt zu. Greift zu, solange es noch da ist. In diesem Sinne, ich hoffe, das Unboxing hat euch gefallen. Bleibt gesund, seid schlau, schaut blau und wie immer, bleibt geil.
Bis zum nächsten Mal. Euer Michael Speyer.